Dafür, dass einfach die mal sofort festgetackert werden, die Essenssachen und die Pferde. Oh, ich muss noch Dingens in den Tag ändern. Mal, Spiel startet gerade, das seht ihr gleich. Bannerlord, Update. Game Capture Eigenschaften. Nanu. Findet das Fenster gerade nicht? Automatisch. Ja, dann looke ich mal vor dem Game Capture, das lebt wohl gerade noch. Genau, also Skip Food hatten wir schon. View All Wars. Das habe ich neu dazu gepackt. Da muss man auf die Home-Taste drücken. Und dann zeigt er an, wer mit wem im Krieg ist. Das finde ich ganz praktisch, gerade jetzt, wo es ja darum geht, welche größeren Fraktionen sich gerade bilden. Dass dann, ja, wir wissen, ob es ein Ende geben kann oder nicht. Und Settlement Attack Alert sorgt dafür, dass wenn eins von den eigenen Burgen oder Dörfern angegriffen wird, dass auch eine fette Nachricht kommt und man muss auf OK klicken, damit es weitergeht. Also auch gleich pausiert und so. Das finde ich sehr praktisch. Sowas hätte ich auch ganz gerne dafür, wenn ich Burgen bekomme oder ähnlich wichtige Nachrichten. Achso, und Titel soll ich auch noch ändern. Wahrscheinlich, ja. Muss ich gerade mal gucken. Weiß jemand aus dem Kopf, welches die letzte Bannerlord-Folge war? Warte, ich copy-paste das einfach mal. Manam, 21, die Sache mit der Stadt, ja. Das war so doof mit der Stadt. Ah, so, Bannerlord 22. Slash Mods. Realistic. No Safe Scumming. Das mag ich nämlich nicht wirklich. Vor allem, ich habe ja zwischendurch, auch wenn ich selber jetzt zwischen den Streams spiele, gucke ich dann andere Streams, die auch Bannerlord spielen. Also Mutality zum Beispiel oder Strategie-Ecke. Raupe hatte auch was. Aber manche von denen betreiben halt extreme Safe-Scamming. Jede Schlacht, die nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, werden neu geladen. Spiel ist gerade gecrashed. So, deswegen startet es nicht. Okay. Dann muss ich es nochmal machen. Ich hole euch mal ganz dazu. Da. Also ich habe über Vortex das Ganze installiert. Und ich nehme dann mal dich wieder raus, dich wieder raus, dich wieder raus. Die deutsche Übersetzung ist aktuell. Es ist nur 1.7 gerade, ne? Ja, es gibt noch keinen 1.8 Patch. Okay. Starten. Starten. So, erstmal elevaten. Bleep. So, Mods ist okay. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, heute Morgen gab es einen neuen Deutsch-Mod-Patch. Also muss die alten Ordner alle löschen. Dann das runterladen und hier Häkchen neu setzen und dann sollte es passen. Du hast schon 22 auf YouTube? Habe ich. Oh, okay, danke. Update. Girogon, bei Steam bist du noch als online angezeigt, falls das nicht gewollt ist. Achso, ja, nee, ich habe die Töne ausgemacht. Deutschmod wurde geladen. Ja, das ist auch neu. Was hier angezeigt wird, glaube ich. Nee, Mu lebt nicht, sondern lebt damit. Ja, Mu nicht, aber bei Raupe habe ich das gesehen und bei Strategie-Ecke auch. So, Spiel fortsetzen. NS6A nach Stream 6A. Ja, ist okay. Da. Das ist der Conan-Track. Bisschen abgeändert. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, zu gucken, die beiden Conan-Filme. Gab es doch ein Online-Spiel zu, das gar nicht mal so schlecht war. Also gibt es glaube ich immer noch, aber inzwischen wird es so ein Pay-to-Win-Ding sein. Die mutieren ja alle nach und nach dazu, werden aufgekauft und dann umgemodelt. So, der liebe Markus hat 3 Stunden lang nach dem letzten Stream seine Armee wieder aufgebaut.
Er hat seine Frau beglückt und sie auch mitgenommen, um sie unterwegs beglücken zu können. Das heißt, in der Gruppe. Ratter, 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 Ratter. Ist jetzt auch Elines mit dabei. Das ist sie. Sie ist übrigens mit einer richtig guten Rüstung gestartet. Also richtig gute Rüstung, einen richtig guten Helm. Und ziemlich gut ausgerüstet. Aber sie war auch ein verwöhntes Bike, ne? Sie hatte selber irgendwie 20.000 Taschengeld und der Papa hatte irgendwie 500.000 oder so. Ja, also die ist jetzt dabei und sie ist auch schwanger. Das heißt, es müsste auch bald ein Baby kommen. Die Nachricht, dass es schwanger ist, kann ich leider nicht anzeigen, weil es nicht abgespeichert wird. Aber hier kann man sie nochmal sehen. Was ganz praktisch ist, also echt praktisch, wir haben ja 5 von 6 Begleitern. Also mir fehlt immer noch ein Scout. Aber sie ist auch in der Truppe dabei und kämpft auch mit, aber zählt nicht als Begleiter. Das heißt, wenn man mehr Frauen hätte oder noch mehr Leute, dann hätte man kostenlose Leute, die für einen kämpfen. So, Gruppen habe ich zwei aktiv, also meine eigene und noch eine. Fehlt gerade jemand? Ja, sie wurde gefangen genommen bei Dung Glannis. Die muss ich gleich wiederholen. Ja, Markus hat halt nicht nur seine Frau beglückt und für Nachfolge gesorgt, sondern er hat auch die Roten angegriffen. Also einfach alles, was er von denen gesehen hat, angegriffen. Jeden Bauern, jede Karawane, jedes Dorf geplündert, um Rot ein wenig Einhalt zu gebieten. Aber trotzdem sieht das jetzt so auf der Karte aus. Ja. Wow. Richtig. Hellblau wehrt sich noch so ein bisschen. Aber ich denke auch, langfristig wird Hellblau auch fallen. Deswegen habe ich halt so gut wie es geht überall Rot angegriffen und mache damit auch weiter. Das, die ganzen Imperien, die nördliche, südliche, westliche ist weg. Also es gibt noch einen König, aber der hat, glaube ich, keine nennenswerten Truppen mehr. Er hat sechs Clans, aber die Clans sind klein. Das heißt, wenn irgendwann mal eine Lücke da sein sollte, dann könnten die eine Stadt zurückerobern. Und dann könnten sie wieder Fuß fassen und nach was machen. Aber das ist halt schwer. Ich finde es schon mal gut, dass sie nicht ausgelöscht würden. Das heißt, theoretisch könnte man das Spiel wieder rumholen. Das ist nur eine Menge Arbeit, denke ich. Und die Hauptquest konnte ich auch nicht weitermachen, weil ich habe nie irgendwo Soldaten oder Anführer gesehen mit dem Ausrufezeichen drüber. Und selbst wenn, wären sie wahrscheinlich jetzt beim Freundlichen trinken. Müssen wir gucken. Das ist halt nicht ganz so praktisch. Aber ja, wir haben genug Ziele. Das ist auf jeden Fall schon mal drin. Und es gibt auch richtig gut Kohle, die ganzen Sachen zu plündern. Ich kann mir die momentane Truppe zeigen. Ich bin übrigens übergegangen, nur noch Kaiserliche zu rekrutieren. Nicht, weil ich die so super toll finde, also sie sind okay. Aber es sind halt wesentlich mehr Dörfer da, die kaiserliche Soldaten haben. Nämlich, hatte ich auch vorhin im Warband-Stream schon gesagt, jetzt sieht man halt nur hellblau und rot. Aber wenn ich zu den ganzen Städten hingehe, kann ich da keine roten, also keine blandischen Truppen rekrutieren. Sondern ich rekrutiere die Truppen, zu dessen Reich es am Anfang gehört hat. Was Sinn macht, aber was halt sehr unpraktisch ist. Um optisch zu wissen, wo muss ich hin, um welche Rekruten zu bekommen. Also so ein politisches Overlay oder so wäre noch vielleicht ganz praktisch oder ein Rassen-Overlay oder wie auch immer. Aber halt hier in dem Bereich müsste das sein, ist das Imperium. Das nördliche, westliche, südliche. Und die haben halt alle denselben Troop Tree. Das heißt, die haben alle Empire Recruits. Und so, ja, kann man halt besser davon rekrutieren. Weil vlandische Rekruten bekomme ich halt nur hier in dem Dreh. Ah, die Stügischen irgendwo hier oben. Hier unten wäre es noch ganz einfach, weil das alles in einem Bereich ist von der Wüste. Und hier vielleicht. Aber der Rest finde ich zu unübersichtlich, wo ich welche Rekruten bekomme. Ja, deswegen imperiale Soldaten. Ja, und jetzt habe. Achso, ich wollte auch den einen Typen befreien. In Dülak ist der. Wo ist Dülak? Gucken wir einfach. Nee, Dünglanis. Bleiben bei Dünglanis. Warum steht denn da Sanepa? Das fällt in der Nähe. Sanepa ist schon mal rot. Versteck, Versteck. Was einfach aus dem Kopf, wo Dünglanis ist? Hm.
Ich gucke einfach hier. Da ist er wieder raus. Siedlung. Ist das wieder nicht? Okay. Ha? Ist das keine Siedlung? Du, nicht die. Ernsthaft? Bleiben bei Dunglanes. Ah, okay. Du, nicht die. Ich dachte, du, nicht die. Dunglanes da. Klingt schon besser. Ach, er schon wieder. Hi, Papa. So, das ist da oben. Ja gut, das wird jetzt interessanter hinzukommen. Also ich kann nicht mehr einfach irgendwo hinklicken und sagen... Ui, 5 Euro von Blorios, dankeschön. Ich kann nicht einfach irgendwo hinklicken und dann mit Speed dahin rasen, weil es sind hier immer Armeen unterwegs von den Roten, teilweise auch richtig große Armeen von den Roten, da deren Städte tierisch aufgepustet sind. Die haben halt keine natürlichen Feinde mehr. Und da sie keine natürlichen Feinde mehr haben, haben die Städte immer mehr Reichtum. Und je mehr Reichtum die Städte haben, desto mehr Geld für die Leute, die da sind. Und desto mehr Truppen bekommen sie und desto bessere Truppen bekommen sie. Und das ist ein riesen Schneeballeffekt, den man nicht wirklich aufhalten kann. Deswegen Warband als Backup. Vorhin um 18:30 in 2 Stunden. Zu denen ich dann wahrscheinlich auch morgen übergehen werde. Aber gucken wir mal. Vielleicht kann ich ja auch als so ein kleiner Robin Hood hier noch eine Weile überleben. Und das dann eventuell hinbekommen, dass das hellblaue Reich ein bisschen gegen anstecken kann. Das heißt, wir sacken jetzt unsere Typinnen da ein. Lassen sie wieder eine eigene Truppe starten, damit sie auch gegen anstecken kann. Weil es reicht auch schon, sich einfach in irgendeine Stadt zu stellen. Dann kommen ja alle Karawanen, oder wenn man sich da vorstellt, kommen alle Karawanen vor den Roten nicht an. Dann kriegen sie wenigstens kein Geld mehr. Also alles, um den Feind irgendwie zurechtzustutzen. Es ist ein Guerillakrieg. Was doppelt gemoppelt ist, ich weiß. Was weiß Gero schon? Mehr Loot oder mehr Loot? Mehr Loot? Ich weiß nicht, was du meinst. Gero hatte die Flagge noch ohne Latex-Effekt gemacht, falls gewollt. Oh ja, bitte. Also nichts gegen Latex, aber die Flagge sieht halt ein bisschen zu gummiartig aus. Mehr Loot. Ach, Loot. Ja, das weiß ich. Das, ja. Gut. Taverne. Langmesser. Dich hätte ich gerne. So, wen haben wir hier noch? Ehrlich, grausam. Grausam ist gut. Dann können wir besser plündern. Die Geschädigte. Hi. Die sprechen wir doch mal an. Hi, Mich hier, die Geschädigte. Bin Markus. Bin auch geschädigt. Willst du mitkommen? Sehr schön. So, andere Gefangene. Ich habe... So, erstmal alle aufstufen. Plupp. Ich habe keine Pferde. Also versuche keine Pferde zu haben, damit wir auch irgendwie die Burgen erobern können oder ähnliches. Gehe also immer nur auf links, 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 links. So, und Gefangene verkaufe ich eigentlich alle, die nicht kaiserlich sind. Und die Kaiserlichen rekrutiere ich dann halt nach und nach, sobald ich Platz habe oben. Gibt übrigens richtig gut Kohle. Also, wenn man jetzt alle 61 Slots voll hat mit Elite-Einheiten und ähnlichem. Also, man kann auch Geld machen ohne Workshops, ohne Karawanen und alles. Du bekommst ein Gold. Was? Du bekommst 50. 98? Hm.
Oh ja, das ist komisch. Achso, die Wildschweine hätte ich gerne noch. Ich weiß nicht warum, aber die Wildschweine sind irgendwie lustig. Die kommen mit. Gero, würde es etwas bringen, wenn du Adlige von Rot gefangen nimmst und dann hinrichtest? Das könnte echt was bringen, ja. Das können wir auch gleich mal machen. For Science. Köpfe for Science. Das heißt, wir suchen jetzt keine Karawanen. Oh, die plündern da, glaube ich, gerade. Kann er mitmachen? Kaldoks Truppe. Rührt von der Wolfsfellbande. Nüfos Truppe. Truppen 176. Du stößt auf einen Kampf zwischen Kaldoks Gruppe von Rühlern und dem Wurfs. Achso, okay, nicht involvieren. Also wir könnten das Ding jetzt plündern, aber ich wollte, wie gesagt, köpfen gehen. Das habe ich aber auch regelmäßig gemacht. Alle Dörfer einfach niederbrennen, damit die weniger Ressourcen bekommen. Und es ist profitabel, gibt sehr gute Erfahrungspunkte. Man kann sie auch zwingen, ihnen Rekruten zu geben. Das gibt dann auch nochmal mehr. Oh, ich habe zwei Abos verpasst. Einmal von Climax, wo wir gerade bei Loot wären. Und Lukian 71. Dankeschön. Wir müssen erstmal einen Lord finden, weil die werden wahrscheinlich irgendwo. Oh, Level Up, sehr gut. Oh, und zweite Gruppe gründen. Gruppe. Er ist schon am Rumstenkern. Langmesser steht gerade auch mit. Ich kann leider keine Armee gründen, weil wir kein eigenes Königreich haben und kein Vasall sind. Es gibt auch eine Mod, die sorgt dafür, dass die Hauptquest instant beendet wird. Und wenn man ein neues Spiel startet, also müsste ein neues Spiel dafür starten. Sagt der Mod-Autor, es geht auch ohne, aber vielleicht lieber doch nicht. Die würde die Hauptquest komplett überspringen und dann kommt das eventuell nicht mit dem Blobben. Das müsste man dann schauen. Aber der Mod scheint noch nicht sehr ausgeprägt zu sein. Naja. So, wie ihr sehen könnt, treibe ich alle Einheiten von mir her und die können ihre normale Funktion nicht erfüllen. Das heißt, die Bauern kommen nicht in die Stadt, das heißt, das Dorf macht keinen Profit und durch solche Sachen kann man auch ein kleines bisschen helfen. Aber ich denke, dafür ist es jetzt viel zu spät. Hätte ich recht früh mit anfangen müssen. Also, ich hätte wesentlich aggressiver vorgehen sollen, sofort mich einem Reich anschließen, das ne, Krieg führt gegen eins, was vermutlich groß wird und da dann rummetzeln. Nicht so viel gegen NPCs kämpfen, sondern mehr gegen die Fraktionsleute kämpfen. Ich gehe mal Richtung rotes Gebiet, vielleicht sind da mehr von denen. Die Mainquest soll auch nach 10 Jahren failen, habe ich gehört. Ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Man fängt, glaube ich, 85 an. Aber ja, wenn sie failen würde, dann wäre das Spiel auch vorbei, weil dann kein eigenes Königreich gegründet werden kann, was null Sinn macht. Also ja. Mit der Main Story müssen die Entwickler echt noch im Vanillaspiel irgendwas ändern. Das geht so nicht. Auch mit dem Balancing der Fraktionen und allem. Guten Abend, Dree. Ja, und die Banner sind teilweise recht skurril. Also da aufgespießte Wildschweine, wir hatten auch schon Eierstöcke. Wir haben die Brezel, auch wenn es keine Brezel ist. Da ist ein aufgespießter. Nee, ist ein Pole-dancender Löwe, der sich was dazu verdienen muss. Gibt schon interessante Sachen hier. Einer deiner Gruppenführer wurde gerade gefangen genommen. Gruppe. Ja. Nee, das war nicht meine. Holding, das bist du, hä? Gefangener von Ingalther Gruppe. Keine Ahnung, wo Ingalther jetzt schon wieder ist. Komm, wenn ich deine Lord schon nicht finde, muss ich kommen. Sehr gut. Die Karawanen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass Karawanen schneller sind als alle anderen Einheiten. Da haben wir gleich eine Schlacht vor uns. 126 gegen uns. Da stufen wir nochmal schnell auf. Und hoffen, dass unsere Einheiten tiermäßig höher sind als die. Aber sollte der Fall sein.
Die haben ja meistens noch richtig Rekruten dabei, also durchgewuselt von Tier 1 bis Tier 5. Und wir haben fast nur Tier 3 oder höher. Kaiserliche Ausgebildete, der kommt noch mit. Die Anfängerwildschweine sind zu niedrig, die müssen warten. So, 110. Da sind sie. Und sie freuen sich, mich anzugreifen. Oh, das ist schön. Kommt her, ihr beiden. Gruppenkuscheln. Warum ist das? Achso, die Miliz von dem Dorf. Können wir reden? Ich habe von Ihnen gehört, ich bin nicht in der Stimmung für Neckereien, also lassen wir die Höflichkeiten weg. Sie können mich nicht besiegen. Ja, es wird schwierig mit der Miliz dazu. Und ich werde Ihnen eine schmerzhafte Lektion erteilen, wenn Sie versuchen. Ergib dich. Können wir vielleicht... Unsere Reiche sollten Frieden schaffen? Ich könnte Frieden mit Ihnen schließen für 12.000. Also ich will keinen Frieden mit denen schließen. Das geht billiger. 12.000 ist aber nicht viel inzwischen. Ich erkaufe mir jetzt einfach, dass wir die Schlacht nicht verlieren. Gehen ein bisschen weiter weg. Was? Solange der Angebotsbutton grün ist, nimmt es zu 100% an. Also wir können es runterschrauben? Nö. Also ich habe das so rausgefunden, wenn man den Knopf da drückt, dann zeigt er einen minimalen Wert an, den man braucht. Und so kann ich nicht mal Angebot drücken. Also ja, der Knopf da ist eigentlich perfekt. Und ja, ich gebe 12.000 aus, damit wir nicht die Schlacht verlieren, weil dann müsste ich wieder 2 Stunden lang eine Armee zusammensammeln. Angebot. Und wir kriegen richtig viel Charm-Skill. Und ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Dann gehe ich jetzt 2 Schritte. Achso. Nee. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Ah, was jetzt noch? Er muss jetzt gehen. Ich. Boah. Hab den nächsten Bug gefunden. Hi. Ich muss. Hast du was zu sagen? Nein. Nein. Ich muss weg. Okay, Forderungen. Aber dann triggert das wieder die... Ich muss gehen. Fieb dich. Ernsthaft. Nimm das. Angriff. Ja, 1-2 Bugs sind noch da. Sehr gesprächslos sieht der Mann. Ja, finde ich auch. Ich glaube, der will, dass du kämpfst. Nee, das ist ein Bug. Der war in der Schleife. Krieg. Wir haben wenigstens interessante Schlacht jetzt. Oder er hat Demenz. Das muss aber sehr massive Demenz sein. Oh, die Mauer hier gefällt mir. So, 1. Archer. Bewegen sich nicht. Weil die haben halt hier diese Steinmauer, wo die Kavallerie nicht rüberkommt. Und die fangen jetzt schon an zu schießen. Sehr gut. Regenstein kann so ein kleines bisschen. Oh, da kommen sie schon. Schaden, das tangiert ihn nicht mehr. Hi. Footman, Charge.
Definitiv gut abgelenkt. Geh weg. Nicht hier stehen bleiben. Boah, da sind viele da. Nee. Einfach nur weg. Ja, die Schlacht werden wir 100% verlieren. Auch wenn die Infanterie da hinten sehr verwirrt zu sein scheint, über die Steindinger rüber zu kommen. Aber wir haben ja schon bei der Schlacht um die Stadt kennengelernt, dass die KI komische Dinge macht. Mit den Leitern und so, ne? Das sind alles Archer. Ja, geil. Die wollen gar nicht rüber. Die machen dasselbe wie wir. Plomb. Steh auf. Steh auf, Junge. Das Wand von Archern. Alle Ruf aus wie Archer bleiben stehen und wir machen hier ein Archer-Duell. Aber ja, das sieht nicht gerade aus. Auch wenn ich gestehen muss, schwarz ist eine sehr doofe Farbe, weil ihr könnt oben nicht wirklich gut erkennen, wie viele Einheiten ich habe, oder? Nur wenn ich nach oben gucke, da. Na, wobei. Wenn die jetzt Moralversagen bekommen würden, könnte es noch hinhauen. Achso, und ich nicht runterfall wegen irgendeinem Stray-Shot, der mich erwischt. Truppen, ne? Ja, die kommen hier nicht hin. Nehme ich jetzt einfach mal an. Das Spiel hat mich verbuggt, dass ich überhaupt kämpfen muss, also kann ich das hier auch nutzen. Ich will eigentlich ihre Mitte, dass wir die Moral vernichten. Das macht sie nur stinkig, glaube ich. Geht ein bisschen näher ran. Schickes Pferd. Ja, wir sind gerade im Vorteil. Solche Schilder brauchen unsere Leute. Kann schön Rücken schießen. Na! Ah! Ja, kann man schön Rücken schießen. Hat sich auch ein anderer gedacht. Solltest du gewinnen, hast du wenigstens einen Grund, den Anführer hinzurichten, ja. Wie schwer das gewinnen anscheinend? Hätte ich echt nie erwartet. Ja, gewonnen. Ah. Kaputt. Der Unaussprechliche ist da. Hallo, also Yaljur. Das geht jetzt. Boah, 28 Ruhm, 14,7 Moral. 12.000 umsonst ausgegeben, ja, das auch. Wie kriegen wir sie jetzt zurück jetzt? Er hat das Gold ja irgendwie. Mal schauen. Sie plündern 20.000 Gold. Wup, wup. So, ihr seid jetzt mal gefangen, ne? Und der andere auch? Ja, ist mal gefangen, ne? So, Truppen. Wir haben noch 98 Truppen von 110. Wir haben nicht viel permanent verloren. Wir nehmen trotzdem nochmal die hier mit, weil die haben sehr hohe Tiers. 142 Gefangene, Alter. Die beiden richten wir gleich hinten, da haben wir Platz. Und wir haben irgendwie kaum Platz für Gefangene, weil er K.O. gegangen ist. Ich nehme mal einfach alle mit. Sind wir ein wenig Overcap? Ja, sind wir, ich weiß. Das heißt, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit abzuhauen. Aber vielleicht kommen wir recht schnell in die Stadt. Ah, dann geht das schon. So, wertvolle Sachen. 42er Helm. Kann man machen. So. Langer, feiner Stahlspeer ist besser als ein einfacher Kurzspeer. Schienenstiefel haben wir schon. Ja, Rest ist okay. So, alles mit. Und jetzt sofort auf Pause. Ist auf Pause.
sofort in die Gruppe. Zu viele Gefangene. Wo sind die alle liegen? Da. Hi. Ihn hinrichten. Die Hinrichtung eines Häftlings wird deinen Ruf negativ beeinflussen und deine Beziehungen zum Fraktionen-Clan des Häuptlings verringern. Sie werden diese Aktion nicht rückgängig machen können. Das wäre komisch, wenn man es könnte. Klick. Ospia. Mach Marco sogar selber. So. Der hat Köpfchen bewiesen. Mhm. So, wir können schon ein, zwei von denen rekrutieren. Nimm die Wildschweine mit. Die aufstufen. Aufstufen. Und wir. Ja, wir sind überlimit, ich weiß. Wir müssten jetzt eigentlich in eine freundliche Stadt. Das wäre hier die nächste. Und wir haben nur 26 aktive Leute. Wir könnten jetzt von allem umgehauen werden. Also für allem. Boah. Das geht nicht. Okay, wir müssen bei den Gefangenen massiv aussortieren. Alles, was unter Tier 2 ist, kommt mal weg. Also Tier 2 oder drunter. Das wird trotzdem noch zu langsam sein. Sobald Markus wieder fit ist, weil er ist, glaube ich, Quartiermeister oder seine Frau. Dann haben wir wieder ein größeres Cap an Gefangenen, die wir mitnehmen können. Weil jetzt ist 23 halt sehr wenig. So 40 haben wir jetzt weggelassen. So für einen Ticken schneller. Solange kein Feind kommt, ist alles gut. Wir brauchen mehr Ehefrauen, richtig Quarks. An den Nitram ist das. Ja, Alinas ist bessere Verwalterin geworden, sehr gut. Pause. Achso, Skills. Er hat einen neuen Perk-Punkt. Entweder, wenn wir lange in einer Siedlung sind, wächst deren Wohlstand mehr. Wir werden keine Siedlung haben in absehbarer Zukunft. Oder wir müssen weniger Einfluss benutzen, um Vasallen zu rekrutieren für den Krieg. Ja. So, dann sonst noch Punkte? Nö, ne? Okay. Noch 7%, dann sollte er zählen. Ja, ich will keine Kavallerie. Oh, ein Ritter. Okay, den nehme ich mit, weil es Top-Tier ist. Speerträger kommt mit. Fertig. Ja, wir sind immer noch über Cap. So sagt der Chat dann so. Übersehe ich irgendwas? Gibt es einen Gorm-Mod? Ja, Gormoran meint, ich hätte viel Gold. Ja, habe ich. Wie gesagt, das Böse sein lohnt sich in dem Spiel. Kann man einen Bürgerkrieg auslösen, wenn man den König und Erben der Roten hinrichtet? Frag für einen Freund. Ich glaube nicht, leider. Also es gab einen Bürgerkrieg indirekt bei Warband. Da hatte jede Fraktion noch einen legitimen König. Und der momentane König war irgendwie illegitim. Und dann konnte man dem legitimen König helfen, den Thron wiederzubekommen. Aber, ja, nee. Fridos hat Dunkelbrot einen Sub geschenkt. Dankeschön. Oh, wir werden langsam schneller. Da steht Festung, aber das ist ein. Nein, das da oben, da rum hin. 4 Waldbanditen, nee. Da unten ist ein leckerer Harpen. Das sind zu viele rote Sachen hier da. Alguins Gruppe. 62. Jagd auf Markus Gruppe. Das willst du nicht. Das willst du echt nicht. Und, inzwischen haben wir auch das Gefangenencap wieder, weil Markus sich erholt hat. Fridus meint, sehr gerne. Kann ja nicht sein, dass man Gerugon nicht abonniert hat. Ja. Nö, ich kann nicht wirklich viel feintunen.
Aber ich denke, mit 54 sollten wir gegen seine 62 bestehen. Ich gehe trotzdem ein bisschen weg, damit wir noch mehr heilen können. Also selber heilen, aber auch unsere Truppen sich erholen können. Und da kommt ein anderer entgegen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Warte mal. Lass mal kurz speichern. Also die Mod habe ich deaktiviert, ne, wegen dem Crash. Ja, schade. Ich wollte gerade gucken, ob die grünen Reihen zufällig mit den Roten im Krieg sind. Oder ob irgendjemand mit den Roten im Krieg ist. Home, Königreich, Flandia. Hat ein paar Clans unter sich, ja. Hat ein paar Städte und Burgen und so. Und ist im Krieg gegen... Ja, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Also Hellblau fehlt noch. Hellblau ist das eigentliche... einzige Land, was da, ne, fand ich sagen kann. Und da sind wir. Schön. Und eine Seeratte. Wir sind in einem Boot mit einer Ratte, einem Elefanten, einem Waldding und einem Brezel. Und einem Rennhund. Oh, Asajaljur hat auch noch ein Gift bekommen. Von Fridos. Sehr schön. So, raus. Also ich würde dir gerne, ne, mithelfen. Wir könnten uns dem Katzenhund wieder anschließen. Jetzt, wo er gegen Rot kämpft. Ha? Warum lädt er gerade? Achso. Aaron. So, ich würde ganz gerne handeln. Ja, wie ihr sehen könnt, gibt es auch sehr viel Loot bei solchen ganzen Schlachten. Und wir haben den Perk, dass wir das besser verkaufen können. Also wir sind jetzt bei 85.000. 114.000. Wir brauchen keine Workshops mehr. Punkt. Ich könnte mir noch einen besseren Bogen holen, aber ich hamster doch noch ein bisschen Geld. Für den Fall. Essen. Ganz viel verschiedenes Essen. Mehr Trauben, mehr Fisch, Butter, Fleisch haben wir gar keins. Fleisch, 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 Fleisch. Kasa. Ich krieg Hunger. Datteln. Datteln haben wir auch keine. Bier. Und dank Moff wird das automatisch auch festgetackert. Das ist echt gut. War Aaron nicht der Versager in der Wüste, der an allem schuld war? Ja, Aaron ist schuld. So, du bekommst 23.000. Da sage ich nicht nein. In der Taverne könnten wir Krams verkaufen und das tue ich auch. Keine Wildschweine, keine Kaiserlichen. Düpp, düpp. Den ganzen Vlandia können weg. Sturgia, Vlandia, 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 Vlandia. Vlandia, Vlandia. Den noch zurück. Das war eine Elite-Einheit, ne? Ja. Und nochmal 3500. So. Truppen rekrutieren möchte ich hier nicht und wir haben eigentlich genug Truppen. Was ich eigentlich noch möchte, ist schlafen. Schlafen und dem Frauchen das Bäuchlein streicheln. Und gucken, wie es mit dem Baby läuft. Aber das wird jetzt auch realistisch lange dauern, ne? Gucken, wie das Spiel das regelt. Weil das wäre ja echt übel, wenn man denn die Nachfolger spielen möchte. Da muss man erstmal, keine Ahnung, 14 Jahre warten, bis der einen Speer in die Hand nehmen kann. Nö, ist eine Turboschwangerschaft. Ah, okay. Brutmuttern aktiviert. Und gleich mal wieder bereit zu töten. Ja, und dann werde ich mich dem Katzenhund wieder anschließen. Einfach nur, um eine Armee gründen zu können und bei den größeren Schlachten mitzuhelfen. Wenn er denn überhaupt, ne, uns zurückhaben möchte. Hi, ich würde gerne dich töten. Wir sind 3,9, er ist 3,3, den haben wir gleich. Ich wollte gerade sagen, du wirst nicht dazu gezählt, das wäre komisch. Charge. Oh, uns fehlen immer noch 17 Mann.
Also, ich werde noch ein bisschen rekrutieren. Aushalten. Und es macht Spaß, muss ich schon sagen. Also, ich denke, wir machen doch mit Bannerlord weiter, auch wenn die Welt ziemlich düster aussieht, aber das kriegen wir schon hin. Die Map hier ist doof, die ist echt doof. Ist viel zu eng. Wobei lässt uns rauskommen, das ist super. Dann schick doch mal die dahin, Bogenschützen dahin. Haut ihr ab? Was macht ihr damit? Au, ey! Was macht ihr da im Sumpf? Euch verschanzen macht ihr da. So, zwei noch auflockern. Eins, Schilde hoch. Jetzt kommen sie. Headshot. Bleibt einfach da stehen. Kein Charge, kein gar nichts. Lass die kommen. Bogenschützen schießen währenddessen in die Seite rein, obwohl ich keine Pfeile fliegen sehe. Ja, macht ihr super. Jetzt könnt ihr chargen. Was? Jetzt könnt ihr chargen. Wir haben eh fast gar nichts mehr, ne? Tracer-Pfeile werden gebraucht. Jo. Also. Einer der letzten. Ja, das ist hier echt tricky mit dem hohen Gras. Fix, fix, fix. Keine permanenten Verluste. Mehr Ruhm, mehr Ehre, mehr Moral. Und Gefangenenkrams. Ging das in Warband auch so leicht mit dem Formieren? Nein. Also schon gar nicht mit irgendwo hinschicken. Du konntest halt immer nur sagen, halte die Position und dann halten sie genau in der Position, wo du gerade stehst. Nicht wo sie sind, nicht wo du sie hinhaben möchtest, sondern nur da, wo du bist. Also du musst als Commander theoretisch rumwuseln bei Warband. So, du bist jetzt mein Gefangener und du verlierst gleich was ziemlich Wichtiges. Ja gut, Elite-Einheiten nehme ich auch mit, auch wenn es Reiter sind. Und Gefangene kommen alle mit, die Freiwilligen können da bleiben. Wir sind Overcap. Ja. Na komm, die Anfänger-Wildschweine können doch hier bleiben. So, ist gut. Man kann auch an Positionen schicken, wenn man F1 gedrückt hält in Warband. Oh, echt? Das wusste ich noch nicht. Das müsste ich mal testen. Also, vielleicht ist es Vanilla, vielleicht ist es auch ein Mod, aber wenn das geht, das wäre echt super. Ob man das Hinrichtungsspiel so weit machen könnte, dass man, dass ihm die Leute ausgehen, das weiß ich nicht. Also ich kenne das in Mods bei Warband, dass wenn nicht genug Adelige vorhanden sind, dass dann das Spiel Adelige neu generiert für die. Wenn man halt genau sowas nicht machen kann. Aber wir testen es einfach mal. Wir dünnen jetzt die Herde ein wenig aus und gucken, ob das hilft, das Balancing wieder hinzubekommen. Also wir gehen sofort hin, schieben erstmal die Geschädigte nach oben, neben unsere Frau. Und richten den ein. Wir brauchen eine bessere Axt dafür, die sieht nicht cool genug aus. Die werden hier auch ersetzt, mein Stinger. Na, okay. Das heißt, was bringt das Umbringen jetzt eigentlich? Außer, dass es vielleicht die Moral ein wenig anpeitscht. Nur nicht den Kopf verlieren, ja. Giro macht einen auf Stalin, nur von außen. Er reduziert die Kompetenz des Feindes. Jo. Weniger geskillte Anführer eventuell, sonst nichts, mein Stinger. Ja, das hilft ja auch schon mal. Also alles, was hilft, die rote Flut einzudämmen. Das klang gerade zu politisch. So, oh, wollen wir eine Schlacht und eine Brücke machen? Das sind wir aber schon fast zu
Oh, die 42 Rekruten, das passt. Bleib mal hier stehen. Das ist an deiner. Du kannst jetzt entscheiden. Willst du gegen uns kämpfen oder nicht? Und so lange regenerieren wir Truppen. Oh, er wartet auf die 83. Ja, nee. Arsch. Okay. Hat er schon den Vorteil an Truppenstärke und dann wartet er immer noch auf Verstärkung. Zer, 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 zer. So, mal da zurück. Branok. Oh, hallo Branok. Ich würde gerne wissen, wo dein Hundekatzenmensch ist. Also bitte warten. Dankeschön. Ich hätte da einen Vorschlag von dem wir beide. Ich möchte den Dienst von König Kaladok beitreten. Sie benötigen eine minus 10 Beziehung zu ihm. Ja, wir können ihm nicht einfach so wieder beitreten. Ich würde ihm gerne Geld entgegenwerfen. Kann ich dir auch Geld entgegenwerfen? Hier. Nimm bitte 3000 Goldmünzen. Wir haben Charme bekommen, 2 Punkte, aber kein Ranking mit ihm. Okay. Schade. Also schön für ein Skill-Gain, aber schade. Eregons Armee. Ich will auch. Ja genau, er macht es genau richtig. Die gehen jetzt nämlich nicht hier rein. Und nicht da vorbei. Dip, 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 da ist aber nicht. Ne, verlassen, da ist nicht der Katzenhund bei. Verringert Charme den Malus. Charme sorgt allgemein bei den ganzen Überzeugungssachen, also wo die Prozentwerte stehen. Bringt das was? Man soll sich auch rausreden können, wenn man mit illegalen Gütern gefunden wird in der Stadt. Solche Sachen. Aber ganz genau weiß ich ja noch nicht. Die Modliste ist auch nicht mehr aktuell. Ich musste ein paar davon deaktivieren wegen der neuesten Version. Da sind die Mods noch nicht aktualisiert. Momentan ist jetzt nur Faster Dialog drauf, Always Keep Food und der Deutsch Patch. Nee. Ich kann gucken, wo er ist. Schub. Oh, warte, mit wem sind die alles noch im Krieg? Vlandia. Also den Grünen ist nur sehr schwer, sich anzuschließen, weil wir die schon mal so ein bisschen gekniffen haben. Aber die Aserei. Die werden es auch nicht mögen, wenn wir ihnen beitreten. Das nördliche Kaiserreich. Lukon, wo bist du? Festung Makelova. Die haben ja sogar noch was. Die haben noch genau das. Okay. Aber hey, wir können eine Armee gründen, sobald wir das da haben. Das heißt, wir machen mal einen kleinen Ausfallschritt hier. Gehen da lang. Das sind wieder Eierstöcke. Rote Eierstöcke diesmal, keine grünen. Was hast du? Du hast 23 kaiserliche Bogenschützen. 8 Plünderer. Also du hast Ramsch. Ich würde ungern die noch mitnehmen. So ist besser. Ja, so ist viel besser. Angriff. Wo sind die Eierstöcke, Gero 2020? So, Archer, zurück. Give each other room! Footmen! Arm shields! Infantry! Move! Troops! So, vorerst. Da ist wieder ein Waghalsiger. Ich schicke jetzt die Kavallerie los, dass sie chargen soll, aber nur um wieder. Wow. Geht ja gut ab, Jungs.
sollte nicht im Weg stehen. So, Kavallerie wieder zurück. Wir sollten nur die feindliche Kavallerie angreifen, nicht jetzt den ganzen Bulk da. Escape. Genau die drei, die sie gerade verpieseln. In 370 Entfernung sind die. Na gut, dann kommt mal mit. Forward! Kommt hier näher? Halt mal an. Ja. Okay, allesamt und komm. Mein aktueller Char ist auch erstmal Händler und Antiplünderer. Ja, sei vorsichtig, Kyria. Wie gesagt, ich habe auch mir nicht so viel draus gemacht, gleich auf PvP zu gehen quasi, also Fraktionen anzugreifen. Und dann sah die Karte so aus, wie sie jetzt aussah. War vielleicht doch ein bisschen mehr Stänkern. Alle mal mitkommen. Wir positionieren uns da vorne neu, wenn wir hier dran sind. Und goldgierig und Stänkern passt sehr gut zusammen. Auch wenn es schön wäre, dass man das Spiel spielen kann, wie man möchte. Und die Fraktionen sich untereinander bekriegen. Aber das klappt wohl anscheinend nicht so wirklich gut. Momentan muss man noch ewiger Gärtner spielen. So, stopp. Die schießen schon mal auf irgendwas. Alles gut. Kavallerie weg. Die gehen los, wo ist meine. Da kommt die Infanterie. Infanterie Charge. Archer schießen einfach rein, wo sie eine Lücke sehen. Kavallerie kann auch rein. Kommt, okay. Wollen gerade feindlich einen bei meinen Archern? Nein. Da ist einer. Ha, war einer. Sehr gut. Den da schnappen wir. Oder auch nicht. Und die fliegen schon. Oder? Die Musik hört sich gerade so an. Nee. Papalus hatten wir. Ja, die fliehen alle. Gut. Peace, peace. Aber ich kann noch nicht die Schlacht beenden. Also irgendwo ist noch eine Armee, also eine Truppe, die nicht flieht. Das ist ja separat. Also wenn man Alt drückt, sieht man diese verschiedenen Symbole. Und jedes davon ist eine Truppe. Und die Truppe kann halt Moralversagen haben oder nicht. Und nur wenn alle Truppen Moralversagen haben, kann man die Schlacht beenden. Da ist noch einer. Der gefallen ist. Und ne. So, 9 permanente Verluste. Der Legionär ist ärgerlich, der ist hoch. Und sonst ist okay. Fertig. Oh, Rundstutzen, 100 Bits, dankeschön. Für die gewonnene Schlacht. Irgendwas passt da nicht ganz gut zusammen, oder? Wir sind ihnen ausgeliefert. Ja, bist du. Der mag dich, nicht mehr lange. So, wir hätten gerne ein Minavlaliaton. Was bist du? Oh, du bist die höchste Stufe. Ja, mitkommen, unbedingt. 2, 3, 4, 5, 6. Mit Gefangene 54, wie viel können wir gerade? Wir können noch ein paar.
Schön die ganzen Hohen hier. Das muss richtig gut Geld geben. Kaiserliche Palastwache, ja. Veteranplänker, Veteraninfanterist. Schick, schick, schick. Du bist auch Stufe 4. 3 noch. Ein noch. Den da. Wie viel Platz habe ich oben? 100. Ich mach 2. Dann nehme bitte ganz normal Infanteristen. So. Fertig. Zeugs. Wertvolles Zeugs, wenn ich was gebrauchen kann. Alles mit. Fertig. Wir haben 112.000 inzwischen. Schön, schön. Prioritäten. Kopf ab. Ist das schon 1.0.8? Es kann sein. Deswegen haben die Mods dann vielleicht vorher noch nicht funktioniert. Wie kannst du mehrere Truppen gleichzeitig nehmen? Wenn du auf 6 gehst. Also 1 ist ja Infanterie, 2 ist Archer, 3 ist Kavallerie, 4 und 5 sind custom eingestellte Sachen. 6 sind alle. Was du das meinst. Oder das rüberschieben? Einfach mit Shift. Mit Shift, Linker-Maustaste, macht man 5 auf einmal rüber. Also Gegenstände oder Truppen. So, weiter in Richtung Festung. Hi. Hi. Da ist noch ein Ziel. Aber der wird zu schnell sein. Da kommen wir mit 88 hinterher. Oh, das ist eine Ecke. Okay, hier oben rum. Also an einer Hauptstadt entlang. Kriegen wir vielleicht doch noch? Hi, wie langsam bist du? Oder wie doof bist du? Sehr doof. Okay. Mist, da habe ich mich gerade verklickt. 4,7. 5,2 kriegen die. Nein. Der kriegt die Miliz von der Stadt mit. Nee, 170 Miliz will ich nicht haben, danke. Schade. Aber so ein Pass blockieren würde auch was bringen. Das wäre halt richtig geil, wenn wir unsere anderen Gruppen befehlen könnten, was sie machen sollen. Also einfach hier den Pass patrouillieren, alles rot angreifen zum Beispiel. Fragt, hab wohl am Anfang was verpasst. Warum richtet Geruiz alle hin? Weil Rot in den 3 Stunden nach dem letzten Stream das hier veranstaltet hat. Warum bin ich im Krieg mit Hellblau? Hellblau hat mir den Krieg erklärt und es gab keine Nachricht. Okay. Ah ja, also Rot hat das hier veranstaltet. Das heißt, das Spiel ist fast schon wieder rum. Aber ich versuche jetzt, mich denen anzuschließen, damit ich eine Armee gründen kann und dann kämpfe ich weiter gegen Rot, um dann vielleicht dafür zu sorgen, dass Hellblau stark genug ist, um so eine Gegenkraft zu bilden. Und dann ist die Hoffnung, dass dann die kleineren Reiche auch wieder anfangen, einzelne Burgen zu erobern und dann gucken wir mal. Funktioniert das in dem Spiel, also Wege besetzen, fragt Schratling. Oder reiten die einfach drumherum? Die reiten dann drumherum, was dauert halt recht lange. Und in der ganzen Zeit kriegt die Stadt, die die Karawane braucht, halt weniger Einkommen. Also als Spieler selber lohnt sich das nicht, sollte man lieber was Tolles machen. Aber wenn man halt Companions oder Mercenaries abstellen könnte, dann wäre es toll. Kann man nicht. Krieg gegen Clan geht auch, ja. Das haben die gerade gemacht. Die Hellblauen haben einfach meinem Clan Krieg erklärt. Das ist auch das Endszenario von diesem Bug, was recht viele Leute haben. Dass halt eine Fraktion nach und nach die Karte übernimmt. Und dann bleibt nur noch der Spieler quasi über und der wird dem Spieler direkt den Krieg erklärt, egal ob er das will oder nicht. Und der hat dann nirgendwo mal wo er hin kann und wird dann von allen angegriffen und dann ist vorbei.
Gibt es da nicht einen Timer, bis Fraktionen verschwinden? Das weiß ich nicht. Also auch bei dem Ashland-Spielstand, der ja ungefähr so alt ist wie der jetzt, so von Spielzeit, ein bisschen mehr vielleicht sogar noch, da waren alle Fraktionen noch da, aber sie hatten halt kaum noch Einheiten und teilweise auch nur noch einen Clan oder so. Also rein technisch gesehen könnten sie nochmal was erobern, aber es ist halt beliebig unwahrscheinlich. Hallo Ernie. Oh, der wird gerade belagert. Ja, das ist der letzte Außenposten von Lila. Und der wird gerade belagert. Wie viele hat er drin? Ja, die werden gerade sterben. Wir werden gerade Zeuge des Untergangs eines Reiches. RIP. Ja. Soviel zu der glorreichen Idee. Also wir können uns dem König vielleicht trotzdem anschließen, auch wenn er kein Territorium hat, damit wir wenigstens Armeen gründen können. Zum besseren Gegenanstänkern. Aber der wird jetzt gefangen genommen, wahrscheinlich. Ja, also es ist so ein schönes Spiel. Aber die Geschichte ist... meh. Ach, ist das gar nicht Ashland, was ist passiert? Noch mit einer neuen Erfahrung neu angefangen. Ashland war schlimmer. Also Ashland war genauso wie hier, dass die Fraktionen zu groß geworden sind. Das Problem war zu dem Zeitpunkt mit Ashland, dass ich war Teil der Roten Armee, habe denen aber nicht geholfen. Ich habe nicht geholfen beim Erobern oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur mein Ding gemacht. Die sind trotzdem immer stärker geworden. Dann wollte ich irgendwann die Rote Fraktion verlassen, um mein eigenes Königreich zu gründen oder den Blauen beizutreten, damit sie halt gegen ankämpfen können. Aber sobald ich das Königreich verlassen habe, egal ob ich meine Thieves behalten habe oder nicht, Spiel ist gecrashed. Und ja. Das heißt, wir hätten weiterspielen können, aber dann nur für die Roten hätten wir die Welt erobern und wir fertig. Und das ist tierisch langweilig. Deswegen habe ich Markus neu gestartet. Wir haben zwei Streams mit ihm gemacht. Und zwischendurch off-camera. Und jetzt haben wir das... Aber wir haben nicht den Bug. Aber vielleicht auch nur, weil wir die Hauptstufe jetzt noch nicht abgeschlossen haben. Und ja, die Karte sieht ja wieder so aus. Stinger meint, solche Auswirkungen hatte ich nie. Stinger, spielst du mit dem Deutsch-Patch? Ich will ja keine Verschwörungstheorien hier in den Raum werfen, aber vielleicht liegt es wirklich an dem Patch. Ja, auch nur den, sonst keine. Ja, das habe ich auch eine Zeit lang. Ne, okay, da liegt es dann also echt nicht. Was mache ich eigentlich jetzt hier genau? Ich kann denen nicht helfen. Das wird nichts ändern. Wer bist du eigentlich? Also wir können uns auch einem anderen Reich anschließen, das aber keine Truppen mehr hat. Hi. Ich bin Jorik von den Omnodovon-Einnahme, bla, ja. Ich möchte dem Dienst von König Ragnarvat beitreten. Ihr Clan befindet sich im Krieg mit Fraktionen, die Sturgier nicht feindlich gesinnt sind. Oh, das habe ich mir nicht ausgesucht. Okay, also ich muss jetzt mit einem Roten sprechen und mir Frieden erkaufen. For Science. For Science 4. Fertig. So, jetzt spreche ich einen Roten an. Das könnte interessant werden. Und will Frieden mit denen. Und hellblauer. Ist hier ein hellblauer Lord drin? Nein. Mit dem hellblauen muss ich vielleicht auch noch Frieden schließen. Und dann kann ich eventuell einen von denen anschließen. Ich glaube, der Spielstand ist ziemlich RIP, sagt Zoran. Ja, ich weiß nicht, was die 3 bedeuten soll. Ja, denke ich auch. Deswegen habe ich mit Warband schon angefangen im Hintergrund, dass wir darauf jederzeit ausweichen können. Hi, oh, warte, da ist einer. Krotor, bleib stehen, Krotor. Ich will nur mit dir reden, Krotor. Bin ganz lieb. So. Also ich muss jetzt Frieden mit denen schließen, damit ich
mit den anderen mich anschließen kann, um die hier wieder zu bekämpfen. Jetzt will er 48.000. Nö. Nö, nö, nö. Okay, dann gucken wir nochmal an Königreich. Gucken wir mal bei Hellblau, ob wir mit denen irgendwie Frieden schließen können. Ich habe nach dem Patch neu angefangen und bisher habe ich den Bug noch nicht, dass Rot alles übernimmt. Es ist ja noch nicht immer Rot. Es ist nicht immer dieselbe Fraktion. Bei anderen Leuten auf Steam in den Kommentaren und so habe ich auch gesehen, dass manchmal die Hellblauen alles überrennen, manchmal die Gelben. Das, ja. 48.000, dafür könntest du dir 12 Ehefrauen kaufen. Da kommt auf die Ehefrau drauf an. Ich glaube, unsere war nur ziemlich günstig. So, hier hellblaues Bereich. Da müssen wir jetzt einfach nur irgendeinen von deren Lords finden und Hallo sagen. Ist da wer drin? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. In dem Bereich war ich auch noch so wie nie. Oh, die haben gerade. War es nicht gerade noch blau? Okay. Weiter. Rote Peste. Oh, stopp, da ist ein. Blau. Die gehen beide auf mich los. Also die bekämpfen sich ja nicht, ne? Ich hoffe, ich habe den richtigen angeklickt. Ja. Hi. Zwei Großreiche, die alle Kleinen zerprügeln. So, ich würde gerne mit dir reden. Ich bin Markus und ich bin stinkig. Ja, du brauchst die Wochen. Nein, wir wollen jetzt keine Quest für den erfüllen. 73.000. Okay. Ich möchte mich in Dienst von Munchung Khan beitreten. Ihr Clan befindet sich im Krieg mit Fraktionen, die Kusaid nicht feindlich gesinnt ist. Der Mann hat einen Edelstein auf dem Kopf. Klar will er richtig knete. Das heißt, er will jetzt nicht mit uns. Also, wir können bei ihm nicht mitmachen. Also bei den Blauen, weil wir mit Rot verfeindet sind und die nicht mit Rot verfeindet sind. Dafür muss der Rote jetzt sterben. Das heißt, ich muss jemanden finden, der auch mit Rot verfeindet ist. Angriff. Was neckt mich heute Abend? Ups, warte. Keine Zeit zum Trinken. Infant forward! Shield forward! Both! Move! Spread out! Gut. Das wäre Lila. Wäre das? Habe ich schon mit Lila gerade gesprochen? Ah, nee, habe ich nicht. Ich habe mit irgendeinem anderen gesprochen. Also nicht mit Hellblau. Hellblau habe ich eben gerade gesprochen, aber vor so 10 Minuten habe ich schon mit einem gesprochen. Und die wollten auch nicht, weil wir mit irgendjemandem im Krieg sind, von dem die nicht im Krieg sind. Deswegen ich ja gerade auf dieser Friedensmission hier unterwegs bin. Was man nicht ganz so als Friedensmission erkennen kann, aber du hast mit Dunkelblau gesprochen, also Sturgia, okay. Alles vor Science. Auf das andere nicht diese Bugs in der Form kennenlernen. Oder wenn sie halt diese Anzeichen erkennen, oder wenn einer von euch das spielt und erkennt, dass ein Land wirklich überproportional mehr hat als die anderen,
also anderthalb mal so viel wie am Start oder zweimal so viel, dann müsst ihr anfangen, den anzugreifen. Egal, ob ihr die toll findet oder nicht, sonst ist das Spiel irgendwann für euch für den Arsch. Und das wäre schade. Weiter. Get moving! Stinkern. Oh, Kopfschuss. Oh, und 75er Bogenskill, krieg gleich einen neuen Perk, sehr schön. Kommen die Kavallerie-Leute. Ah, ja, Schulterpanzer getroffen, da ist er gut gepanzert. Nee, Arm, Arm. Ich hab fast keinen Schaden bekommen, sehr komisch. Ja, das tat schon mehr, das war wieder eine Wurfwaffe, ne? Ja. Okay. Und plopp. Ruh dich aus, Markus, ruh dich aus. Die Kämpfe gegen die zwei Städte waren schon schlimm genug in den letzten Tagen. Ja. Kann ich wenigstens was zu trinken mir organisieren hier. Ranged ist am Plänkeln. Viel Spaß beim Plänkeln, Ranged. Hallo, Say Raider. Fährt 333, locker, ja. Upu Wauta, der Zweite, sagt, schade, dass sowas in der Qualitätssicherung ignoriert wird heutzutage. Kann ja nicht sein, dass es nicht bekannt war. Es ist Early Access. Es ist, klingt ein bisschen nach Ausrede, aber es ist halt. Es wird ein Neustart vorgeschlagen. Ja. Die Frage ist halt, ob ich jetzt quasi jetzt heute, wir haben es ja erst 9:30, jetzt heute direkt einen Neustart mache. Oder noch ein, zwei Patches abwarte. Hat jemand die Patchnotes für 1.08 gelesen? War da irgendwas drin in der Richtung? Ja, wie gesagt, ich mag Bannerlord echt gerne. Und Warband läuft nicht weg, also. Auf jeden Fall wieder in Ashlyn. Ja, das Schreien von Ashlyn war zu geil, das ist auf jeden Fall. Außerdem habe ich ja schon seit 3 Streams einen Mod drin, der nicht in der Liste drin ist, dem noch keiner aufgefallen ist. Das ist sehr faszinierend. Boobies. Ich habe die weibliche Form ein wenig angepasst. Aber schön, dass ihr nicht auf solche Oberflächlichkeiten achtet. Du bist jetzt mein Gefangener. Acht. Ganz Veteranen anhalten, egal was es ist. Typisch Kerle, jo. Außerdem, Flat is Justice. Ja, das ist der ewige Kampf. Ich bin nicht Flat is Justice Anhänger. Da, da. Wie viel habe ich noch? Oh, ich bin schon über Cap. Außerdem bin ich gerade bei den Gefangenen schon abgerutscht. Weg, 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 weg. So. Fertig. Irgendwas Tolles? Ui, 42. Ach du, Tüffel! Hier, nimm erstmal einen Helm. Und Panzer. Und Kettenschuhe. Wir rüsten die einmal komplett aus. Und einen Wurfspeer. Kriegsangst. Speer. Schild brauchst du noch. Da. Pferd hast du auch keins? Hier ist ein Pferd. Handschuh kriegst du auch noch. Sehr gut. Hab ich gerade vergessen.
Steht nicht in den Patch Notes. Hab's kurz überflogen, zumindest nicht in 1.08. Nee. Also wie gesagt, es gibt eine Mod, die dafür sorgt, dass man die Hauptquest sofort am Anfang abgeschlossen hat. Ich denke, das würde ich dann nutzen. Ist denn zwar ein bisschen imbalanciert, aber in einem idealen Spiel sollte man das Spiel starten können, in irgendeiner Stadt bleiben und einfach nur warten können und das Spiel unendlich lange laufen lassen. Das heißt, man hat theoretisch unendlich lange Zeit, die Hauptquest zu machen. Kann man so rechtfertigen. Hier haben wir jetzt nur Zeitdruck drin, warum auch immer. Also es ist Early Access, oder? Also im Chat kam gerade die Frage, ob das wirklich Early Access ist. Also ich habe das so im Hinterkopf. Eine Torso-Rüstung können sie auch gebrauchen. Ach, Bubis. Das ist der Vorteil, ne? Wenn man nicht Flat is Justice ist. Hat man extra Panzerung. Es ist Early Access, okay. So. Ja. Okay, komm. Chat, ihr dürft entscheiden. Oh, warte, da sollte ich einen Strawpoll machen. Es sind inzwischen zu viele Leute im Chat. Das wird unübersichtlich. Wenn ich jetzt sage, schreibt ja für das oder das für das. Strawpoll. Und ich weiß, man kann das auch irgendwie mit Twitch machen, aber ich habe keine Ahnung von Twitch. Geht doch jetzt erst als Partner, oder? So, mehrfach antworten möglich? Nein. Kommentare zulassen? Nein. Gleich IP mehrfach zulassen? Nein. Privat nur per Direktklick erreichbar? Ja. Erstellen. So. Nein. Das war keine Aufforderung. Drück da auf den Link. Das ist ein Strawpoll. Früher war sowas gang und gäbe, da hat man das einfach damit gemacht. Da könnt ihr dann sagen, was ihr gerne hättet und ich sehe dann hoffentlich gleich die Ergebnisse. Ergebnisse ansehen. So, wir sind schon bei 65%, ja. Das lasse ich noch ganz kurz durchlaufen. Nebenbei mördert Markus weiter durch die Gegend. Und dann machen wir einfach, was ihr wollt. Wobei ich generell absolut ein Freund bin von Neustarts. Ich will es halt nur nicht, dass irgendjemand sich da irgendwie wird das länger am Stück gucken will und dann ne, quasi da immer wieder neu anfangen muss und das dann nicht so interessant findet. Deswegen frage ich einfach jetzt euch, ihr seid ja die Kernzuschauerschaft, sind jetzt 140 Leute. Das sollte passen. Aber sind bisher nur 8, warte. Oh, 48 Stimmen, ja. Das war klar. Also für diejenigen, die es nachträglich gucken, ich habe einen Straw-Poll erstellt, wo man abstimmen kann. Das ist eine extra Internetseite. Und ich habe 3 Sachen zur Auswahl gegeben. Also die Frage war, weitermachen, Fragezeichen. Antwortmöglichkeit 1, ja, weitermachen. Antwortmöglichkeit 2, nein, nicht weitermachen. Antwortmöglichkeit 3, Käsetoast. Was glaubt ihr wohl, was gerade führt? Richtig, Käsetoast. Mit 21 Stimmen. Ja, 16 Stimmen, nein, 11 Stimmen. Also super nicht aussagekräftig. Nicht weitermachen, Restart? Ja, richtig. Nicht weitermachen heißt Restart. Nicht hier weitermachen. Käsetoast gleich Warband. Okay. Ich merke schon, ich sollte wesentlich deutlicher sein, wenn ich Straw Points erstelle. So, du kannst weg. Ist hier irgendjemand Wichtiges? Nein. Ja, weg damit. Also es geht echt mit dem Geld später. Neuer Char namens Käsetoast. Ich spiele keinen Käsetoast. Ich esse gerne Käsetoast, aber ich spiele garantiert keinen Käsetoast. Das ist... Nein. Vielleicht nochmal ohne Käsetoast. Ja, das klingt gut. Ich mache jetzt noch einen Strawball. Und ich nenne ihn Neustart.
Fragezeichen. Antwort ja. Einen